Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele mit Laurie. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit den Perks vertraulich, Sprintboost, Entscheidungsschlag und unbeugsam. Und der Carlos ist direkt weggerannt. Warum? Ist da irgendwas Böses? Oh, nee. Nur ein David, okay. Also ein David Tap. Und eine Mac wurde hinten erwischt, okay. Immer so gruselig, wenn du irgendwie dich an einen Generator setzt mit jemand zusammen und der andere plötzlich direkt wegrennt. Dann denkt man immer, okay, habe ich was übersehen? Wo ist der Killer? Ghostface Michael, komm raus, wo bist du? Aber naja, hier ist zum Glück nichts. Wahrscheinlich hat sich der Carlos gedacht, okay, er will nicht direkt zu Beginn der Runde zu zweit an einem Generator reparieren, sondern lieber aufteilen. Oh, wie sind die noch freigekommen? Krass. Vielleicht spielt der Killer mit einem speziellen Geißelhaken-Cockpit und hat es nicht geschafft. Oder Chaos ist irgendwie dazwischen gekommen, aber der war gerade eben noch hier und plötzlich, wer weiß. Hallo Mac. Oh, das ist nicht gut. So, ich nutze den Sprintboost direkt. Okay, um einfach aus dieser Ecke davon wegzukommen. Die sind richtig jetzt am Hintern, da ist ja der Tap, ne? David Tap. Und die Mac jetzt, dort zu zweit rauszukommen, ist schwierig. Okay, ich mach hier mal mit. Hallo Mac, du hast es geschafft, sehr gut. Mac, ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Du kommst an und plötzlich höre ich Herzschlag. Okay, der jagt den Tap. Ich gehe trotzdem... Ja. Okay. Ich dachte es mir schon, warum steht die jetzt plötzlich still? Okay. Da hatte der Leatherface nicht so große Lust drauf. Eigentlich, naja klar, der hat noch keinen Kill gemacht in der Runde, also noch keinen Haken, aber oft... Okay, das war so sein Plan. Monströser Schrein, ab im Keller rein mit Erregung und eisernen Griff und dann mit Gebietszwang wissen, wenn jemand reingeht, um die dann schön zu plätten mit der Säge. Böse, zum Glück sind wir dem entgangen. Na gut, also, ja, hier rankommt eine zweite Runde, bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder, Mensch, die Map ist schon fast gleich geblieben, zumindest wieder Macmillan. Okay, Perk wird gleich, Laurie gleich, mal schauen, gegen was wir diesmal spielen. So, und wir reparieren direkt wieder mit Jane. Oh, es ist ein Wesker, okay. Ja, dass der uns so schnell gefunden hat, ist nicht so optimal. Ja, schlauer Wesker. Wichtig. Das war wichtig, dass ich den Stun bekomme. Um jetzt hier irgendwie wegzukommen. Ich denke mal, er wird mich jetzt laufen lassen und das Ziel wechseln. Weil ich meine, ich habe so viel Vorsprung jetzt. Okay, dort hinten wäre auch noch ein Generator. Ja, mal wieder ein Wesker. Mal schauen. So, und weiter reparieren. Wunderbar. Okay. Ja, zum Perkbild an sich, ne, bin ich letzte Runde nicht gekommen. Das ist schon fast hier ein sehr, sehr mächtiger, wie soll ich sagen, zweiter Chance-Perkbild. Ja, könnte man schon so sagen, ne? Entscheidungsschlag und vertraulich, ne? Beides Anti-Tunnel-Perks. Also, falls der Killer auf mich gehen sollte, hätte ich da doppelte Chancen, irgendwie davon zu kommen. Und unbeugsam, falls der Killer mich auf dem Boden liegen lassen sollte. Und zur Not auch noch den Sprintboost. Was heißt zur Not, ne? Für die Jagd den Sprintboost, falls der Killer mich irgendwie am Generator überraschen sollte. Gerade mit gegen einen Wesker, der doch sehr schnell ankommen kann, ein ganz gutes Perk. So, okay, und ich könnte wieder lossprinten. Ich hoffe mal, dass er vielleicht nicht nach hier hinten schaut und ich den Generator hier fertig machen kann. So, ich lasse kurz los. Okay, falls er Schmerzensecho hat, dann... Ja gut, aber vielleicht hat es einen anderen Generator erwischt, aber das weiß man manchmal nie. Ich weiß auch nicht, ob er mit Totenschalter spielt. Das gilt es manchmal erstmal herauszufinden. So. Genau, weil Schmerzensecho hat ja den Effekt, der hängt jemanden auf den Geißelhaken auf. Und wenn man dann am Generator sitzt, mit dem Generator, der am meisten Fortschritt hat, ne, dann schreibt man auf, lässt ihn los. Und wenn er dann noch Totenschalter hat, Totenschalter hat den Effekt, dass wenn jemand aufgehangen wird und Leute dann Generatoren loslassen, dann wird der Generator direkt versperrt. Okay, er hat aber wahrscheinlich keinen Totenschalter, weil ich glaube nicht, dass die schon 30 Sekunden hängt. Und mein Generator wurde nicht versperrt. Oder das hier ist auch kein Geißelhaken. Wer weiß, keine Ahnung. Das sind zumindest so zwei Perks, ne? Die kann man manchmal so herausfinden am Anfang der Runde. Dass man dann kurz den Generator loslässt. Falls der Generator krisselt, weiß man, der spielt mit Schmerzensecho. Und dann ist es möglich, dass er auch noch Totenschalter dabei hat.
Boah, ich überlege auch gerade so, wenn man gegen einen Wesker rettet. Eigentlich ist es doch dann am besten, man rettet direkt mit einer Deo-Flasche in der Hand und sprayt die Person erstmal, die vom Haken kam. Weil ich meine, oh, okay, die sollte lieber sich erstmal einen Deo holen, weil wenn die maximal infiziert ist, ne, verlangsamt, alles nicht so schön, macht alles nicht so viel Spaß. Dann ist sie ein One-Hit gegen Wesker, wenn sie maximal infiziert ist, also gegen seine Kraft. Deshalb, ja, würde ich schon fast sagen, ne, immer wenn er rettet, wenn er die Möglichkeit habt, nehmt ein Deo mit und sprayt die Person, die, am Haken hängt. Um zu vermeiden, dass die jetzt maximal infiziert ist. Aber ich meine, gut, wenn du selber nicht infiziert bist, dann hast du keine Ahnung, wo diese ganzen Deo-Köfferchen sind. Aber ja, gerade wenn der Wesker sich überlegen sollte zu tunneln, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Weil dann muss er erstmal wieder neu infizieren. Okay. Warum ist sie in den Schrank gesprungen? Vielleicht, um zu verhindern, dass der Wesker... Also es ist ja möglich, dass Wesker... Ja, vielleicht würde er sie sonst anspringen, dadurch noch mehr infizieren. Wobei, dann landet sie ja so oder so am Haken. Keine Ahnung, vielleicht würde sie auch einfach einem Schlag entgehen. Aber es gibt ja so Wesker-Addons, die haben den Effekt, dass wenn du direkt... Hört sich selber, okay. Es gibt ja so Wesker-Addons, die haben den Effekt, dass wenn du getroffen wirst von seinem Tentakelhieb, dann bist du direkt ein Stück mehr infiziert, sag ich mal, als normalerweise, ne? Und wenn er damit spielt, ist so ein Sprung in den Schrank vielleicht ganz schlau. Aber wenn du schon wenn du dann am Haken landest, dann reduziert sich die Infektion sowieso wieder auf die Hälfte. Also macht das da jetzt nicht so den Unterschied. Aber wer weiß, was da der Plan war. Manchmal springt man ja auch in den Schrank, weil man keine andere Wahl hat. Und versucht, dass der Killer nochmal daneben schlägt. So, hallo Jane. Oh, die hat auch direkt ein Deo, ne? Ja, das ist halt so ein Ding, ne? Das unterschätzt man auch oft, wenn man gegen Wesker spielt. Dass man sich unbedingt häufig sprayen sollte. Aber es sieht schon fast so, als würde die Runde für Wesker deutlich, ja, ein Stück schwer werden, ne? Ich meine, der hat zwei Haken gemacht und wir sind jetzt am letzten Generator. Lang ging die Runde jetzt auch nicht unbedingt. Er hat halt irgendwann mal ein bisschen zu lang für die Jagd gebraucht. Das ist halt, das kenne ich aber auch. Das ist halt manchmal so. Du öffnest. Okay, kein Ausweg. Das heißt, der hat zwei Haken gemacht. Kein Ausweg. Standardmäßig versperrt die Torschalte für 12 Sekunden. Und für jeden Haken auf jeden unterschiedlichen Überlebenden kommen nochmal 12 Sekunden dazu. Das heißt, du kommst bei 4 Überlebenden und dem Standardding bei einer Minute versperrte Tore raus. Na, jetzt habe ich mich schön in die Jagd manövrieren lassen. Oh, ich... Okay. Ich hatte halt die Hoffnung, dass er mich nicht dort erwischt. Jetzt gibt es ein Messer, oder? Was machst du? So. Okay, zerstört. Versucht mir vorne den Weg abzuschneiden. Und ich versuche jetzt zu dem Tor dort zu kommen. Das könnte mittlerweile schon wieder offen sein, ja. Da leuchten schon die Lampen. Ja, perfekt. Genau, wo war ich? Ja, also pro Person, die erwischt, eine Minute. Hier waren zwei Leute am Haken. Plus die standardmäßigen 12 Sekunden sind wir bei 36 Sekunden versperrte Tore. Das kann manchmal reichen. Aber, naja, ist trotzdem schwierig, dann in einer Runde, wo noch alle leben, dann irgendwie groß. Wobei, deswegen hat er vielleicht auch jetzt die Elodie erwischt. Weil das Tor dort hinten... Das wäre vielleicht schon offen gewesen, wenn die Tore nicht versperrt wären. So, ich muss jetzt dem Wesker vielleicht ein alternatives Ziel geben. Oh, gut gemacht. Aber hätte mich gegen den Baum geworfen, das wäre noch besser für ihn gewesen. Oh, das war gut. Aber ich glaube, ich schaff's trotzdem. So, ich hau lieber direkt ab. Genau, weil ansonsten dann stößt er mich gegen das Tor, wenn er mich jetzt so erwischen würde, wenn ich da am Ausgangstor warten würde und dann hat er mich auf der Schulter.
dann lieber direkt fliehen und die Geschichte erzählen. Ich schau mal kurz, was machen. Oh, die anderen sind auch alle raus. Super. Die haben die Rettung dann gemacht und wahrscheinlich das andere Tor geöffnet. Ja, kein Ausweg kann dir, ne? Ihr habt es gesehen. Auch wenn die Runde nicht so gut läuft, kannst du dir am Ende nochmal einen Haken schenken. Gerade halt, wenn du mehr Leute auf den Haken bringst, das ist ganz gut, ein ganz gutes Perk. Aber naja, die Runde lief nicht so für ihn. Kennen wir alle. Manchmal laufen die Runden einfach nicht. Aber gut, hieran kommt jetzt noch eine zweite Runde. Also eine dritte sogar. Also bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der dritten Runde. Mensch, wir machen heute wirklich alle Macmillan-Maps noch voll, ne? Okay, sehr schön. Auf dem Eisenwerk der Qual diesmal. Ah, ich sollte eigentlich nicht rennen mit meinem Sprint-Boost. Jetzt habe ich den direkt schon verschwendet. Ja, die erste Runde, ne? Killer disconnected. Die zweite Runde da... Die war jetzt auch nicht so lang, deshalb dachte ich, okay, ich gebe euch jetzt nochmal eine dritte Runde. Aber hey, so bleiben wir immerhin auf dem gleichen Map-Grund. Das ist eigentlich ganz angenehm, zumindest fürs Thumbnail. Kann ich es mir einfach machen und dann irgendeine Macmillan-Map raussuchen. Schade. Ich dachte, wenn ich die so ein bisschen dann so und vielleicht veräpple ich die. Ich werde klein gehen. Okay, oder auch nicht. Oh, ja, Das war so ein klassischer, wie nennt man das? Hacktech? Ja. Wenn die Fäule halt so ganz eine Wand anschaut, dann bekommt die Fäule da halt keine Kollision mehr. Und kann da einfach easy dran vorbeilaufen. Das sind eigentlich Schläge, die Fäule eigentlich nicht kriegen sollte. Die sie aber kriegt, weil sie halt dieses Hacktech machen kann. Also, so wird es von den Leuten genannt, Hacktech. Das heißt einfach nur, man ignoriert die Kollision der Wand, indem man die Kamera nach unten setzt. Dadurch verliert die Fäule die Kollision an der Wand. Ich glaube, die Devs hatten auch mal gesagt, dass es ein Exploit ist, aber das macht im Grunde jede Fäule, also... Naja. Dann hätte ich jetzt Überlebende mit rechnen müssen. Ich hätte mir denken müssen, okay, die Fäule, die versucht bestimmt, das zu machen, von der anderen Seite zu kommen. Manchmal ist es halt, wenn man jetzt nicht so oft gegen eine Fäule spielt, ich hatte jetzt in letzter Zeit keine Fäulen mehr. Insgesamt ist es manchmal schwierig, das direkt zu kalkulieren, damit zu rechnen. Aber hat sie gut gemacht, hat sie gut eingesetzt. Aber ja, da muss man wirklich aufpassen bei einer Fäule. Dass man es ihr da nicht so einfach macht. Beziehungsweise ja, das macht halt Paletten nochmal sehr unsicher. Ist natürlich cool, weil es der Fäule, mehr Einsatzmöglichkeiten gibt. Ne? Du kannst deine Kraft viel kreativer und viel mehr nutzen. Ich finde es nur, momentan ist es irgendwie blöd, dass du dafür als Fäule halt so an eine Wand ranrennen musst, ne? Und dann musst du nach unten gucken. So verlierst du die Kollision und dann funktioniert das irgendwie, dass die Wand halt keine Kollision hast und du an der lang schlittern kannst. Ich finde es irgendwie... Ich fände es cooler, wenn das irgendwie eine Art Mechanik wäre. Was willst du? Ja, geh doch selber. Ich repariere jetzt. Die will, dass ich den Generator hinten mache. Aber lass mich doch hier jetzt reparieren. Naja, ist halt schon besser, man teilt sich auf, aber... Ich denke mir, ob ich jetzt dort hinten repariere oder hier repariere, ne? Ob sie jetzt geht oder ich nachher gehe, ist ja eigentlich egal. Ne, wo war ich genau? Wie gesagt, ist halt so ein Tag, was die Folge machen kann. Ich fände es cooler, wenn das irgendwie, sag schon, eine Grundmechanik vielleicht schon von der Folge wäre. Uns vielleicht irgendwie eine spezielle Animation gebe, sodass Überlebende damit auch rechnen können. Aber so dieses, ja, dass die Fäule halt so nach unten gucken muss und du als Überlebende manchmal raten musst, was macht die Fäule bei einem Loop, das finde ich halt nicht so gut. Ich glaube, würde man sagen, okay, die Fäule, die macht eine Animation, keine Ahnung, sie hebt ihren linken Arm nach oben oder sowas, jetzt Beispiel. Dann wissen die Überlebende, okay, die Fäule, die ist gerade im Schlittermodus und jetzt muss ich vielleicht die Palette anders spielen. Das wäre vielleicht eine Idee, aber naja, wer weiß, wie man das am besten macht. Ich glaube zumindest, die Devs hatten auch mal im Forum gesagt, hier, das ist ein Exploit, so zur Klarstellung und wird vielleicht irgendwann aus dem Spiel entfernt, aber manchmal, wir wissen ja alle, wie es manchmal ist, ne, mit Exploits oder mit Bugs, die dann irgendwie Features sind. Das ist halt so, da bin ich mir halt manchmal wirklich unsicher. Ich finde halt diesen Bug bei der Fäule jetzt nicht so schlimm. Ich habe das selber auch schon mal eingesetzt und versucht zu spielen. Aber wie gesagt, ich fände es cooler, wenn das weniger Bug wäre, sondern halt mehr Spielmechanik. Und dann halt auch so, dass beide Seiten das leichter einsetzen können. Also dass du als Fäule vielleicht eine spezielle Taste bei einer Wand drücken kannst und dann ist das automatisch aktiviert.
Und die Überlebenden bekommen dafür, keine Ahnung, eine Warnung oder so. Kann ja auch ein Geräusch sein. Und dann ist es, ja, leicht irgendwie damit zu rechnen. Aber das hier, was ihr jetzt gesehen habt, dass die Fäule dort so lang schlittert, das ist halt auch was, womit die Fäule halt einfach manchmal zu kämpfen hat, ne? Das ist halt dann die andere Seite der Münze. Die Fäule kann zwar von vielen Strukturen, ne, ignorieren, dass sie dagegen plautzt, aber auf der anderen Seite schlittert sie dann an Strukturen wie hier der Schrottlaube komplett ab. Klar, die Fäule kann daraus ganz gute Spielzüge machen und damit irgendwie rechnen. Oder an manchen Bäumen schlittert die Fäule auch ab. Das ist halt so das Ding, ne? Entweder man behebt alle Mechaniken der Fäule oder man nimmt tatsächlich... Ja, also wie würde ich sagen, entweder man behebt alle, sag ich mal, alle problematischen Strukturen, wo die Fäule lang schlittert, und danach behebt man diese Hacktech-Exploits oder Bugs, ne? Aber bis das passiert, ich glaube, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich glaube auch, diese ganze Kollisionssache ist gar nicht so leicht zu beheben. Ja, aber so ist mal mein Tech zur Fäule. Wie gesagt, eigentlich ein cooler Killer. Ich habe die Fäule auch mal sehr, sehr gern gespielt, aber wenn du irgendwann zu oft gegen sehr krasse Fäulen spielst, halt auch mit den besten Addons und alles, die Fäule ist halt auch ein sehr starker Killer, hatte ich dann irgendwann nicht mehr so Lust drauf, die Fäule selber zu spielen. Das geht mir häufig so, wenn mir irgendwas nicht so Spaß macht, gegen etwas zu spielen, dann spiele ich auch meistens nicht damit. Ne? Das war damals so mit dem alten Hart im Nehmen. Das ist bei der Krankenschwester oft so, dass ich mir sage, ja, macht mir nicht so Spaß, gegen eine Krankenschwester zu spielen, deshalb spiele ich die nicht so gerne. Fäule, es geht, Fäule macht schon Spaß, aber gegen sie macht es nicht immer Spaß, gerade, naja. Aber da bin ich manchmal so hin und her gerissen. Aber wobei, mal wieder ein Ründchen Fäule, vielleicht mache ich das mal wieder. Eigentlich ja wirklich ein cooler Killer. Ich fände halt nur schöner, wenn die Devs mal sich auch bei der Fäule die Addons anschauen würden und wenn halt, wie gesagt, solche Bugs dann irgendwie mehr Spielmechanik wären und dann vielleicht für beide Seiten leichter einzusetzen und zum Spielen sind. Okay, die campt jetzt dort hinten. Das wird auch wieder so eine kurze Runde, Mensch. Drei Runden, die halt alle... Verzeihung. Die halt alle drei sehr kurz sind. Also wir können jetzt das Team versuchen zu sammeln und irgendwie gemeinsam zu retten. Aber das sieht irgendwie nicht so aus, als könnten wir das. Doch, hier hinten haben wir noch jemanden. So, komm. Kommst du mit? Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Warte, warte, warte. Ja, ich rette. So, und Mac, du musst jetzt tanken. Du musst, Mac. Wo war Mac? Wo war Mac, als der Schlag fiel? Nicht hinter mir. Okay, ich hoffe. Okay, verdammt. Ich gehe ein Stück und nutze jetzt den Sprintboost. Das ist mir schon wieder zu heiß, ne? Hallo, ihr? Warte, ich will nur den Skillcheck. So. Ja. Au. Das war mein kleiner Finger. Der ist jetzt ab. Cheryl. So. Okay. Du öffnest das. Ich glaube, wenn man mit dem Schneemann entkommt, dann gibt es noch mal ein paar Punkte. Oh, die ist rausgekommen. Irgendwie. Dort hinten sind sie. Ja. Vielleicht hätte ich direkt aus dem Schneemann springen sollen. Welcher Haken wird's? Jetzt bin ich hier so nutzlos im Schneemann drin, ne? Das war auch eine Schnapsaktion. Ich hätte nützlich sein können, aber gut, merkt man es auch nicht. So, okay, jetzt kriege ich nochmal 1500 Punkte. Ja, ich glaube, die war halt auch zu weit weg, ne, um da jetzt effektiv zu blocken. Wäre schwierig geworden. Ich wollte jetzt auch nicht mein Leben riskieren. Aber gut. Damit sind wir auch entkommen.
drei relativ kurze Runden heute. Aber schön zusammengepackt für euch. Na gut. So, sie kommt auch noch raus. Wunderbar. Und tanzt nochmal. Schön. Okay. Da hat sich sogar eine hier aufs... Die eine wollte auf Macmillan, die andere hat sich aufs Spiel gewünscht. Macmillan hat sich durchgesetzt. Na, wunderbar für unser Video. Okay. Tödlicher Verfolger Barbecue, ne? Für lange Aura-Sicht. Schmerzensecho wussten wir, glaube ich. Okay, und Generatorenwaffen waren versperrt. Ich wusste aber nicht, ob das verdrängtes Bündnis war oder Sackgasse, aber war anscheinend beides. Okay, ansonsten mehr Speed. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!